Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben heute einen Verantwortlichen für die Bühne, Norbert. Weil die ganze Oper wie eine professionelle Oper unterstützt und aufgeführt wird. Tontechnik, Licht, Inspizienz, Bühnentechnik, alles was notwendig ist, wird wirklich von unseren Mitarbeitern mitgetragen. Meine Rolle ist zuallererst einmal, dass ich in der großen Hoffmann-Produktion Regieassistenz und Abendspielleitung macht. Also ich halte mich eher im Hintergrund und versuche, den einen oder anderen Tipp zu geben, wie man das technisch lösen kann. Meine Rolle dabei ist, die Mikrofone bzw. Zuspielungen möglichst in einem Guss unterzubringen. Das Kabel, du musst dich schon durchpaddeln, unterhalb von der Kleidung tragen. Und bitte mal hinsetzen. Es gibt entweder Stirnmontage oder Wangenmontage. Erich, können wir einmal bitte mit dem Mikroboard probieren? Ja, ich bräuchte mal alle einzeln. Es war einmal ein Scheusal mit Namen Klein Zack. Die Herausforderung ist, dass jeder Einzelne sehr unterschiedlich singt und damit müssen wir für jeden Darsteller das Mikrofon bzw. das Mikroport einfach einstellen und optimieren. Achtung und okay. Stopp! Am ersten Tag versuchen wir überhaupt mal alles zu stellen. Bereit machen mit einem Ende von der Ouvertüre und dann beim Vorspiel Lulu auftreten. Dass überhaupt mal die Jugendlichen wissen, wie komme ich von A nach B, wo stehe ich, in welcher Szene. Ja, erzähl uns noch eine Geschichte. Du musst wirklich einen Impuls reingeben. Dass man das einfach mal sozusagen auf die Bühne stellt. Macht du vom technischen Ablauf, läuft genauso wie jede andere Produktion eigentlich auch. Achtung für die Oper auf. Also bei uns speziell koordiniert die einzelnen Abteilungen, die Bühnentechnik, die Einsätze dafür. Ich bin Chantal und ich bin professionelle Hip-Hop-Tänzerin. Am besten hältst du dich in der Nähe vom Hoffmann auf und kümmerst dich um ihn. Knicks, Knicks und Drill. Ich stehe unten und schaue mir das Ganze von außen an und arrangiere das so, dass wirklich die Bilder von unten stimmig sind. Wieso kommst du von da drüben? Du sitzt doch auch im Publikum. Yo, 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 yo! Ich bin Pippi aus dem Ghetto. Und ich bin DJ und ich bin voll cool. Du sagst das zu denen? Ah ja, Entschuldigung. Aber der Auftritt war super. Und es muss einen großen Schluss geben mit Chica Chica Rindlass. Frank Storm ist jetzt schon zum dritten Mal bei unserem Jugendprojekt dabei. Er schaut sich dann auch an, was ist in diesem Bühnenbild überhaupt möglich. Und wir diskutieren dann, wann welches Licht in Frage käme. Und dann wird es wiederum ausprobiert, wenn die Jugendlichen auf der Bühne sind. Achtung für die Drehung. Alle sind sehr angespannt und alle proben jetzt ziemlich ernst. Wir versuchen einen Durchlauf. Ein bisschen anstrengend. Die Flügel, die proben wir jetzt 5 Minuten weiter. Das Problem ist dann auch, dass der Mann an dem Mischpult noch nicht genau weiß, wer wann redet. Deswegen kommen die Mikros immer erst später rein. Also ich glaube, es ist nicht nur wirklich, um Szenen genau zu machen, sondern auch ihre Daten. Dieses Feeling zu bekommen. Ihr geht nach hinten, bitte. Ich werde noch ein bisschen bewegen. Okay, das machen wir dann, wenn alle da sind. Gut gemacht! Ich komm kurz zu euch auf die Bühne. Bitte unbedingt alle Text lernen. Ja, das muss jetzt wirklich passen. Ich bin Regieassistentin bei meinem Projekt. Okay. Mit
Und ich unterstütze Katharina und die Beate so gut wie ich kann. Instrumental, also ganz leise schon reinfaden, total, genau. Und ich bin eigentlich immer auf der Bühne, ich bin nicht im Zuschauerraum und schaue, dass die Leute einfach richtig auftreten, richtig abgehen, dass sie nichts vergessen, dass die Requisiten richtig eingerichtet sind. Ich sorge dafür, dass mal die ganze Darstellung ganz gut aussieht, dass die Aktionen, die Szenen natürlich ein gewisses Licht bekommen, was auch eine emotionale Wirkung hat. Gib uns nochmal die 29 bitte rein. Es verändert sich vor allem etwas in der Art der Jugendlichen. Es ist alles viel größer, man muss die Gesten auch anders machen. Die Jugendlichen müssen noch präsenter sein, lauter sprechen, lauter singen. Beate Göbel ist oben bei den Jugendlichen. Sie fördert nochmal die Präsenz, die Darstellungsfähigkeit der Jugendlichen. Dann stehen und dann drehen, sonst ist es alles so verrutscht. Diese Arbeit zum Schluss ist natürlich auch nochmal anstrengend. Wenn du, jetzt sprichst du, ja? Problem. So österreichisch wichtig. Langsam beugst du dich rüber. Vor allem, wenn man auf der Bühne die Details wieder wiederholt und man immer wieder die Szenen wiederholen muss. Ich muss hin und her rennen, ohne dass ich jetzt die Luft verliere oder so, und dann singen. Noch ein paar anstrengende Tage. Aber der grobe Rahmen steht. Der gilt es jetzt zu verfeinern und das klar zu haben mit Auf- und Abtreten und vielleicht auch noch bei manchen Stellen die Geschichte für euch klarer zu machen. In dem Moment, wo man auf die Bühne tritt, ist alles das, was vorher war, auch an Problemen in der Schule, zu Hause oder sonst irgendwo auf dieser Welt, tabu. Wenn Fehler passieren, am Mittwoch oder wann immer sie passieren, ist egal. Dann bleibt man einfach da. Man lässt den Fehler sofort wieder los, wenn er passiert. Es ist immer wieder wichtig, mit den Jugendlichen zwischendurch Gruppenübungen zu machen, sodass die Dynamik und der Zusammenhalt wieder gefördert wird. Das heißt, es gibt auch immer wieder dazwischen Aufwärmübungen, gemeinsame Stücke, die sie singen, ein gemeinsames Treffen auf der Bühne. Nehmt ihr und öffnet euch. Ich habe schon bei vielen Sachen mitgemacht und ich glaube, das war das Tollste, weil einfach die Gemeinschaft so ein Wahnsinn ist. Und es gibt hier keinen Menschen, den ich nicht mag. Okay, bitte Positionen einnehmen. Da stehen vier zu sehen. Kontakt! Alle gehen einen Schritt zurück mit dieser Bewegung und alle auf einmal. Noch einmal bitte, ja? Das sieht super aus. Das ist natürlich eine große Veränderung für die Jugendlichen, wenn sie auf der Bühne singen. Sie müssen immer schauen, dass sie irgendwie den Dirigenten noch sehen. Da müssen wir ein Problem geben zwischen Orchester und Bühne, wenn ihr allein weiter singt. Ihr müsst aufpassen auf mich, ich gebe euch den Einsatz dazu. Klar? Eins und komm. Dann gleichzeitig singen muss, noch zu weit vom Dirigenten entfernt ist, das Schauspielerische berücksichtigen muss, auf einer Bühne steht, wo man noch nie war, die Akustik eine ganz andere ist und Mikroboards verwendet werden. Da ist wahnsinnig viel zu berücksichtigen und wahnsinnig viel auf einmal umzusetzen, das man noch nie gemacht hat. Il va être un zauberlach.
da, wo ihr gar nicht genau wisst, warum ihr da seid oder was ihr zu denken habt, sofort fragen. Gut dann, Maschinerie, wir müssen in die ausgeführte fünfte Drehung, das heißt jetzt einmal um 180 Grad drehen. Ganz deutlich, ihr seid die Jury hier, ihr beurteilt das hier alles. Die Casting-Jury informiert ein bisschen die Leute drüber, welche Akte sind, welche Akte als nächste kommen. Sie informiert über die einzelnen Personen und gibt einfach, glaube ich, auch eine klare Übersicht auch über das Stück drüber. Ob du dann noch so oder so bleibst oder so, ey, ich finde, wir sollten da ist so. Was wäre mein Impuls? Guck du, was dein Impuls ist. Also das werden wir ja sehen. Ich glaube, es ist so rum. Mach das noch deutlicher. Bleib da dran. Das wird sich übertrieben anfühlen für dich, aber mach es. Aber dieses Mal verliebe ich mich nicht mehr. Also das werden wir ja sehen. Ja! Also, ab in Akt 3, Julietta! Und das sieht super aus mit euch beiden. Du musst nur weiter hinten stehen. Ja, und sie muss schneller vorkommen. Nein, nachher. Sind das die Brille oder dreht sich das wirklich?